Glück auf und Vorhang auf zu den Chroniken einer Stadt und neuen Abenteuern aus Hundsgrab. Richtig, 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 richtig. Hundsgrab hieß die Stadt, ne? Wir sind hier am Bauen, am Tun, am Machen. Und zwar, ich kann da hinten gar nicht mehr rüber gucken, wie das da hinten aussieht. Ich glaube aber, wir haben hier Helmsandstein. Das heißt, wir müssen ja hier erstmal, okay, habe ich noch, ja, ich habe noch, sehr gut, Transparenten habe ich noch dabei, Transparenti. Dann könnte ich doch jetzt auch, also, wir sind hier bei der Chorus Blütenfarm. Blütenfarm hört sich irgendwie illegal an, aber es ist so. Wir sind bei der Chorus Blütenfarm am Bauen, damit wir hier schnell Materialien zusammenklauben können. Okay, hier kämen wir dann, ja. Damit wir hier schnell Materialien zusammenkriegen für den Palast auch, ne, zum Beispiel. Hör auf jetzt hier. Das wird keine gute Ernte, wenn ich hier so viel kaputt mache auch. Der macht immer so viel kaputt. Oh, ouch. Das war jetzt ja eine tolle Bauerei, die ich hier veranstaltet habe, ne. Hier kommt das zu. Hier wird das zugemacht. So, zack. Damit das aussieht wie auf der anderen Seite auch, hatte ich ja gesagt, ne. Was ich sage, da muss ich mir auch ein bisschen dran halten an meine eigenen Aussagen. Da oben die Blüte, die kloppe ich jetzt mal ab. Pass mal auf. Zack, und fangen sie auf, wetten. Wenn ich da angekommen bin natürlich erst. Komm erst mal an. So, hier, hier. Sieht es ein bisschen wild aus, ist es aber nicht. Vielleicht können wir da noch einmal abernten, oder? Nö, ich glaube, wir lassen dann wachsen erstmal. Bis unter das Dach, johe. So, okay, das ist richtig. Jetzt kommt hier ja hier normaler Sandstein rein. Jetzt können wir hier die Blüte mal abkloppen. Zup. Nicht aufgefangen, ganz doch, habe ich. Haha. Haha. Hier kommt ja dann sozusagen das letzte Fenster hin. Letzte Fenster. Und hier oben kommt dann noch so eine Reihe hin. Und jetzt müssen wir mal hier rausgehen auf die Blüte drauf. Ist auch nicht schlecht. Bauen mit Blütenstängeln. So, vielleicht komme ich jetzt sogar hier dran. Ja, komme ich. Ausgezeichnet. So, haben wir das nämlich auch erledigt. Oh nein. Ah, verfluchte Effizienz. So, hat doch gerade so gereicht. Jetzt können wir sogar hier runtergehen, ohne uns weh zu tun. Na Mensch. Hier kommt man jetzt nicht mehr durch, weil hier alles zugewachsen ist. Es ist wie ein Labyrinth. Ein wenig labyrinthartig. Aber naja. Gut, Freunde. Wir hatten ja gesagt, wir wollen zum 3M-Land-Palast gehen und ich stehe zu meinem Worte ab und zu. So. Na ja, gut, hier kommen dann überall noch die Stützen hin. Und das wird alles noch zugemacht. Glas haben wir auch noch da. Ein bisschen zumindest. Das heißt, ich werde erstmal Baumaterialien auslagern. Kennt ihr ja, ne? Und dann gehen wir erstmal zum 3M-Land-Palast. Damit wir da vorwärts kommen. Das heißt, wir lassen mal alles hier, was wir jetzt nicht brauchen. Moment, die Blüten müssen vernünftig einsortiert werden. Das, so viel Zeit muss sein. 5. Wenn dann die Produktion erstmal losgeht, dann bricht hier alles auseinander. Also dann wird es hier richtig abgehen. Dann geht die Post ab, sozusagen. Die Scheiben lassen wir hier, die brauchen wir nämlich beim Palast nicht. Die Tür können wir auch hier lassen. Eigentlich eher was für die Grußhalle, so ein typisches Grußding. Die Eisenbahnlore lassen wir auch hier, damit die keiner vorher aktiviert. So, naja, Dreck müssen wir mal mitnehmen. Das lassen wir auch hier. Aber den nehmen wir mal mit schon mal. Den können wir nämlich schon mal gebrauchen. Hier haben wir noch nichts. Aber wir haben hier Chorusblüten ohne Ende. Wir müssen dann hier, wenn wir das nächste Mal hierher kommen, erinnert mich mal dran, müssen wir unbedingt Kohle mitnehmen zum Brennen von den, okay, 1, 2, 3, 4. So, jetzt können wir die gleich in der Hand zu Steinen machen. Auf das wir nämlich dann beim Palast weiterkommen. So, wird das nämlich gemacht. Dann wird das gepresst. Mit der Hand einfach mal kurz zusammengepresst und dann hat man hier wunderbare Purpurblöcke, die aber grün sind. So, zack. Wunderbar. Ausgezeichnet. Also wie schon gesagt, man könnte hier die Farm noch erweitern, dass man hier die untere Reihe eventuell wegnimmt und das dann hier weiter einfach durchzieht bis hierhin. Dann hätte man hier eine große Kakti-Farm, daneben gleich die große Chorusfruchtfarm. Ausgezeichnet, oder? Ach ja, schaut mal. Da ein bisschen was haben wir geschafft. Sieht ein bisschen wild aus.
vom Pavillon her kann man es noch besser sehen wahrscheinlich. Es wächst alles und gedeiht. Da unten sind die Blüten, oben sind die Stängel, die dann zu diesen wunderbaren Blöcken werden, aus denen wir so viele Dächer schon gebaut haben. Mein Lieblingsdachblock. Und ich weiß gar nicht, wer damals die Idee hatte oder diese... ich glaube, es war der Sonnenstern. Der Sonnenstern, oder? Ich glaube, ich weiß es nicht mehr genau. Irgendwer hat diese Textur gemacht. Schon wieder so lange her. Und zack, guck mal, ganz kurzer Weg sind wir schon wieder beim Dreiemlandpalast. So schnell kann es gehen, ja. Und ihr denkt, ihr seid Hunde, ne? Dabei seid ihr gar keine Hunde, sondern nur Papageien. Hallo, liebe Kaya, hallo, lieber Kasper. Habt ihr gut drauf aufgepasst auf den 3M-Land-Palast, ja? Baustelle 3M-Land-Palast, Folge 1037. Haben wir da angefangen mit dem 3M-Land-Palast? Kann sein, dass wir schon etwas länger am 3M-Land-Palast bauen. Müssen wir jetzt irgendwas mit hochnehmen? Ich weiß es nicht. Wo soll ich das denn wissen? Bestimmt. Und der Weg ist so weit, da kann man sich auch zwischendurch mal kurz im Kopf kratzen. Okay, schnell hoch, ist wieder dunkel wird. Denn ihr wisst ja schon von der letzten Folge her, dass wir nicht alleine sind. Die Annie ist auch da. Annie ist da. Und jetzt geht es immer im Kreis. Nicht schwindelig werden, Leute. Zu unserer Großbaustelle, zur größten Baustelle des 3M-Landes, dem 3M-Land-Palast, der aber demnächst mal fertig werden sollte. So. Jetzt geht's los. Heute haben wir auf die Pauke. Hier habe ich nämlich schon mal angefangen, den äußeren Ring sozusagen zu bauen. Also hier den Ring, der dann hier die Bäume einfasst. Das ist noch so ein bisschen experimentell hier. Da weiß ich noch nicht. Das hier werde ich wohl so lassen. Das gefällt mir ganz gut. Mit diesen Steinsäulen. Das hier ist noch sehr, sehr, sehr abgefahren. Das hatten wir zusammen gemacht, ne? Hier fehlt noch... Ah, habe ich jetzt da gelassen, ne? da fehlt noch ein Block. Und hier oben müssten wir jetzt mal weitermachen und diese Elemente hier bauen. Da kommen ja drei Stück noch, fehlen noch. Eins haben wir, drei Stück fehlen noch. Damit wir dann hier diese einzelnen Elementteile haben. Elementeries. Hier ist es richtig. Da ist es richtig. Da ist es auch... Fast richtig. Das ist fast richtig hier. Da ist nur einer, ist zu tief hier. Der hier. Ich klopfe mal ganz kurz den Baum weg. Oh, und unsere Axt. Wollte er Spitzhacke sagen, ne? Unsere Axt ist ziemlich kaputt schon. Ja, da hat man hier in der Mitte diese Säulengänge. Und das ist so ein reiner Bereich, wo es halt schön aussieht. Ein schön Aussehbereich auch genannt. Und das ist viel Frickelarbeit, das wisst ihr. Es ist viel Frickelei. Okay, also jetzt brauchen wir mal Folgendes. Okay, die können wir dann mal mit zur Baustelle nehmen. Ich glaube, ich packe das mal hier mit rein. Da wissen wir auf jeden Fall, wo es ist. Weil die Erde brauchen wir eigentlich nicht mehr. Die kann theoretisch zurück zum Drecktempel. Was wir jetzt brauchen, sind Steine. Ganz schnöder Stein. Die brauchen wir. Und wir brauchen ganz schnöde Stufen. Die sehen so aus. Zack. Ich weiß, ich habe schon wieder ziemlich viel Krust angesammelt auch. Erde haben wir, ne? Dann können wir nämlich erstmal hier die Säulen machen. Und dann können wir den nächsten Bereich eigentlich schon mal anfangen, auf das wir so ein bisschen dann zumindest sehen, wie das Ganze mal wirken soll. Und die Hanabi hat geschrieben, dass sie immer ein wenig schwindelig wird, wenn ich hier baue. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Ich hoffe, das ist nicht zu schlimm. Das liegt vom Powerplayer. Haha. Hat lange nicht mehr gesagt, ne? Okay. Ja, das machen wir so. Dass hier mal ein bisschen schwindelig wird, weil das hier etwas tief runter geht, ne? Ist natürlich auch wirklich, es ist schon tief auch. Also komme ich nicht. So noch einmal zwei höher gehen. Und ja, das ist natürlich hier so ein reiner Zierbereich. Das heißt, hier ist es nur, ja, damit hier die Politiker, also die 3M-Länder, können dann hier zur Zerstreuung, sagt man ja auch. Also nicht, dass sie es zerstreuen wollen. Aber die können jetzt zur Zerstreuung... Oh, das ist falsch. Obwohl das auch ganz schick ist, aber nein, das muss schon alles korrekt sein. Nein. Ja, der fällt jetzt runter. Da rennen wir jetzt nicht hinterher. So, zack. Jetzt können wir diesen Teil wegnehmen. Das geht ganz schnell. Ja, ganz schnelle Sache. Da muss man nicht lange zaudern. Da müsste ich doch da hochgesprungen kommen, um deinen Block anzubauen, oder?
Nee. Aber wenn ich jetzt einen drauf baue, jetzt müsste ich aber drankommen. Ja, passt doch. So, wunderbar. Zack, hinfort mit dir. Und dann haben wir hier schon wieder das nächste Element gebaut. So, auf der anderen Seite haben wir das ja schon. Dann ist dieser Bereich fast schon fertig. Jetzt müssen wir oben noch das machen. Da oben muss ja dann auch noch weißer Stein rein. Da schauen wir gleich mal. Aber Moment, wir müssen erstmal ganz kurz hier noch was machen. Oh, wo kam der jetzt hin? Mistikack. Ich glaube, drei hiervon weg, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Also im Grunde, mein Magenknot, hört der jetzt gerade? 1, 2, 3, 4, 5. Ist das richtig? Nein. Hier. 1, 2, 3, 4. Ja, das müsste passen. Hark! Ja, es passt, komm. 1, 2, 3, 4, ja, passt. Und es wächst natürlich auch sofort, sofort Gras drauf. Zack. Aber der kommt, du kommst sowieso wieder weg, du Block. Ja, das kann so, genau. So, der muss nämlich höher sein noch. Der ist ja tiefer, ein Block, sieht man ja hier, ne? Aber der muss jetzt wieder ein Block höher als der andere sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir noch Lehm haben. Das ist nämlich jetzt auch eine spannende Frage. Lehm, Lehm, Lehm. Ja, oh, hier haben wir noch ganz viel Steine drin. Das ist auch sehr gut. Hier ist ein ganzer Sonderkram drin. Aha. Mhm. Habe ich noch irgendwo grünen Farbstoff? Verdammt, den habe ich wahrscheinlich mit zu einer anderen Baustelle genommen. Ja. Aber weiß haben wir ja noch. Wir haben noch weiß und hier haben wir noch weißen Stein. So. Der Stein der Weiße. Der weiße Stein, auch genannt. Weiß haben wir noch genug, nur grün nicht. Verdammt. Aber wir können dann schon mal mit dem nächsten Element beginnen. Das ist, können wir in dieser Folge schon mal machen. Und dann muss ich erstmal wieder Materialien besorgen. Das ist, ich will auch nicht jedes Mal mit euch hier quer durch Hunsgrab rennen, um Materialien zu besorgen. Weil das ist immer sehr, sehr nervig. Nein. Nein, nein. Du kommst wieder weg. Hier kommt nämlich noch so ein weißer Streifen rein. Das haben wir überall im 3M-Land-Palast so gehalten. Und das wollen wir natürlich auch hier machen. Oh, machen wir einfach mal hier so einen kleinen Dreck. Drecktribüne hin. Na, komme ich daran? Ja. Es ist immer, man müsste längere Arme haben. Manchmal denkt man sich so bei Minecraft gerade. Im richtigen Leben nicht. Ich möchte im richtigen Leben nicht noch längere Arme haben. Das wäre nicht gut. So, jetzt können wir ja hier theoretisch und auch praktisch erstmal. Ach nee. Ja, passt mal auf. Hier müssen wir das ja so machen. Zack. Dann gehen wir hier einmal rüber. Ja. Höhe scheint zu passen. Ich gehe einfach mal rüber. Wenn ich müsste, das wieder wegreißen. Ist ja, wäre ja nicht das erste Mal. Übrigens, ihr habt geschrieben, mit den Baufehlern, das ist immer sehr lustig. Ja, ich mache ab und zu mal so kleine Fehler, ne? Wie zum Beispiel hier. Da, ne? Da war, glaube ich, irgendwo ein Fehler drin. Da war beim einen war die Säule bis oben ran, beim anderen nicht ganz. Das sind so Mini-Sachen. Aber natürlich habt ihr recht, die müssen behoben werden, ne? Das darf nicht sein. Und wir sind jetzt auf Ebene 151. Ich habe mir übrigens neulich mal Gedanken gemacht. Es könnte ja durchaus sein, das ist durchaus möglich, dass es bald anfängt zu schneien hier oben, ne? Was machen wir dann, wenn wir hier einfach zu hoch sind und dann hier oben Schnee drauf liegen haben? Das ist normal, ist eigentlich egal, normal egal. Aber bei der Kuppe wird es interessant, ne? Wenn nämlich auf einmal die Kuppe im Schneebereich liegt, dann, ja, dann haben wir ein Problem. Dann wird nämlich die Kuppe nicht lichtdurchlässig sein, weil immer Schnee drauf liegt. Denn es fängt immer wieder mal an zu schneien. Gut, wir sind jetzt nicht so oft hier oben und ich weiß nicht, wie sich das mit dem, wie sich das dann verhält. Aber es könnte schon ein geringfügiges Problem werden. Bloß nicht runterfallen, deshalb bin ich auch immer so ein bisschen nach außen geneigt. Geneigt nach außen zu schauen, damit wir nicht runterfallen. Jetzt überlege ich gerade, habe ich in der Kiste richtig nachgeguckt, ob da auch wirklich kein weißer Lehm mehr war? Ich glaube, ja. Ah, die dicke Frau singt mal wieder ihr wunderbares Lied. Nach langer Zeit. Lang nicht mehr gehört, wollte ich damit sagen. Lalala. So, ja. Das ist immer, wenn man, wenn es gerade langweilige Arbeit ist, dann arbeitet man gehört immer so nebenbei.
Das macht dann immer so, ja, nebenbei arbeiten. Ach so, wie machen wir das hier? Ah ne, das gehört so, genau. Dann kommt da dann grün rein. So, hier ist nämlich jetzt ganz interessant. Das ist jetzt ganz interessant. Jetzt habe ich den ganzen Stein unten gelassen, nicht Ochsenbrösel. Aber wir müssen hier sowieso erstmal diesen ganzen Krust entfernen. Hinfort mit dir, du Krust. Weil wir müssen ja da noch ranbauen dann, ne? Weil hier kommt ja, spannt ja dann das Dach rüber. Es wird also sehr spannend sozusagen, wie das Ganze denn hinterher aussieht. Ich glaube, es gibt hier keinen besseren Weg, als sich die Knochen zu brechen. Ah, doch, hier. Natürlich. Wir haben ja hier extra, ne? Extra so ein Ding gebaut. Damit wir oben rankommen. So, zack. Gehen wir hier wieder runter. Und dann können wir eigentlich schon mal so ein Teildach machen. Ja. Oh, Vorsicht. Autsch. Ja, hier muss ein Tremgeländer hin, Leute. Das geht doch so nicht. Ne, wir haben tatsächlich kein... Das ist ja albern. Dann machen wir jetzt Folgendes. 1, 2, 3, 4. Ja, erstmal. Jetzt machen wir erstmal. 1, 2, 3, 4. So, so, so und so. Ah, da haben wir erstmal ein bisschen was. Ja, ich mache ja schon. Immer diese Sparerei am falschen Ende, ne? Schlimm. Und jetzt können wir nämlich hier irgendwo hochgehen, eventuell. Zum Beispiel hier so, ne? Könnte man jetzt sehr schön hochgehen. Denn wir müssen ja auf jeden Fall das Dach hier irgendwie fertig machen. Achso, wir haben ja hier schon, okay. Ah, da müssten wir jetzt auch von oben gucken. Ich trinke mal, ich trinke mal einen Schluck. Ja, das muss ja hier jetzt genauso gebaut werden, ist der Witz. Hier muss es genauso gebaut werden wie unten, ne? Das heißt hier zwei, dann ein raus. Muss man also immer ein bisschen peilen. Zack. 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 So, so, so. Und dann kommen wir hier an am Turm. Na, ist richtig. Und dann muss ja hier unten dann das so weitergeführt werden. Das heißt, jetzt brauchen wir die Stufen. Oh wei. Hier wird ja ein sehr... Das sieht jetzt noch ziemlich klein aus. Ist es aber eigentlich nicht. Moment. Der Anfang... Aller Anfang ist schwer, ne? Aller Anfang ist auf jeden Fall schwer. Es wird dann hinterher leichter. So, wir müssen immer hier mit der Ecke mitgehen. Da dürfen wir jetzt keinen Fehler erlauben. So, kommen wir da hin. Ja. Das ist nämlich hier dieses Gezicke. Grobes Gezicke. So. Und dann hier um die Ecke. Arg. Ja, komm. Nur einmal. Ja. Boah, geht das hier runter, alter Schwede. Wenn man dann ab und zu mal so einen Blick nach unten wirft, ist es doch schon komisch. Weil wir wollen ja auch nicht sterben. Wir dürfen nicht sterben, denn dann ist unser Schwert weg. Das kommt noch erschwertend dazu. So, okay. Haben wir hier zumindest die untere Reihe schon mal fertig. Und hier oben geht es ja dann genauso kompliziert weiter. Das heißt, ne, immer hier die Lücken auffüllen. Es wird dunkel. Arg. Arg, arg, arg. Ja, ja, ja. Oh, ich dachte... Oh, ach, schade. Ich dachte, ich kann direkt aufs Bett springen. Wäre ja ganz nett gewesen. Vielleicht sollen wir uns das Bett hier irgendwo unterstellen. Dann können wir da immer direkt reinspringen. Eine gute Idee. Keine schlechte zumindest. So. Also wir können jetzt das Dach natürlich fertig bauen. Das können wir machen. Wenn ich das Bett jetzt nämlich hier so hinstelle, hier meinetwegen, kann ich von da oben reinjumpen. Das hier so hinstellen würde, einfach hier so. Wenn ich dann falsch springe, bin ich tot, weil ich dann, na, ihr wisst schon. So, das muss jetzt oben ganz rumgezogen werden, ne, dieses ganze Element. Und hier kommen ja dann die Türme hin. Es ist noch eine Menge Arbeit. Wir werden das auf jeden Fall in dieser Staffel auf gar keinen Fall, in dieser Staffel schaffen, hier das fertig zu kriegen. Und hier unten käme dann ja hier auf der anderen Seite das nächste Element hin. Ja, 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 so ist das. Hier sind immer drei zwischen frei. Kann ich ja auch schon mal anzeichnen, so ein bisschen. 1, 2, 3. Und dann müssen wir auch wieder zur Chorusblütenform. 3, ne, ist richtig, 3. Dann hier wieder 1, 2, 3. Und hier wieder 1, 2, 3. Und hier kommt dann die Säule hin.
Ja, ist nicht ohne. Ist nicht ohne, was hier noch an Bauarbeiten aussteht. Aber wir haben ja Zeit, ne? Wir wollen ja noch ganz, ganz viele Minecraft-Folgen zusammen machen. Und deshalb haben wir Zeit und können uns hier richtig auslassen am 3M-Landpalast, baumäßig. Natürlich will man auch immer so ein bisschen, aber müssen wir mal gucken. Kommt hier noch einer hin? Quatsch. Quatschi. So, und dann wahrscheinlich hier zwischen noch irgendwie. Na, ich glaube, ich habe ja den zweiten Block gemacht. Hier, den hier. Und den hier. Der bleibt frei. Genau, und genau. So, so sieht das Ganze aus. Auch damit wir auch auf der anderen Seite das Gleiche haben. Aber warte mal, ich wollte noch gucken. Hier. Da würde ich das nämlich ganz gerne so machen. Ja. Damit das nicht so, na, so abgehackt aussieht hier. So, dass wir hier überall so richtige Ecken haben. Ja, wunderbar. Und hier auch. Und hier auch. Nehmen wir jetzt nicht extra die Schaufel. Das könnt ihr voll vergessen. Ja. So, haben wir das hier drüben auch in L. Immer schön die Tetris-Elemente einhalten. Und dann kann man nämlich sagen, man macht hier den ja. Das ist nämlich dann um einiges schickeriger. Als nur so eine kurze Ecke. So. Und hier dann auch ein L hin. Wie sich das gehört, ne? Dann haben wir hier alles dicht. Hier kann jetzt also... Oh, ah, ich will es nicht ausprobieren. Weil man kann ja hier über die Kante eventuell springen. Ich will es echt nicht ausprobieren. Haben wir hier unser erstes Element fast fertig. Und hier haben wir es angerissen und da muss auch hin und da auch. Und hier kommen dann die Kuppeln hin. Alter Schwede. Was denn hier jetzt eigentlich mit dem Baum? Was eigentlich mit dir? Lalalala. Vielen Dank, meine Freunde aus Ungarn, dass ihr wieder dabei seid mit eurer fröhlichen Musik. Dö, dö. Ach, guck mal, und hier fehlt noch was. Ach, guck mal. Weil hier müssen ja auch dann die Säulen wieder hin, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Und was macht unsere Chorusfarm da hinten? Ja, wächst und gedeiht. Okay, Freunde, Folge schon wieder um. Das ist ziemlich dumm. Aber es geht natürlich weiter. Und zwar morgen. Hier, aus Hunsgrab und anderswo. Und dann machen wir weiter am 3M-Landpalast und holen noch ein paar Chorusblüten. Ich renne jetzt da runter und mache die Farm fertig. Damit wir da dann demnächst... Na, ihr wisst schon. Also, liebe Leute, gehabt euch wohl. Spielt tapfer weiter Minecraft. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Euer Opa. Ceron.